Hallo meine Lieben, ihr wundert euch jetzt sicherlich, dass ich mir hier solche Haargummis um die Tipps gewickelt habe, beziehungsweise gespannt habe. Das ist ein ganz besonderer Trick, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr einen stark ausgeprägten Tunneltipp nehmt und den quasi so ein bisschen anschrägen möchtet, so in die Richtung Pipe. Und dann hat man ja manchmal das Problem, dass eben diese Schrägen nicht gleichmäßig werden, dass sozusagen die eine Seite länger ist als die andere und dass dann eben wirklich ja etwas schwierig ist, das gleichmäßig hinzufeilen. Und deshalb habe ich mir überlegt, es wäre ja eigentlich ganz nützlich, wenn man sich dort so eine kleine Markierung macht. Wenn man das jetzt mit einem Stift machen würde, müsste man ja wieder abschätzen, okay, wo ist das denn etwa? Wenn man Lineal dran halten würde, wäre das auch zu kompliziert. Und deshalb nehme ich einfach diese Haargummis, die gibt es in Clear, in Schwarz, in sonst was. Und ja, und die wickel ich mir einfach um den Tipp herum. Also wirklich so, dass die relativ stramm sitzen, damit sie mir eben nicht runterrutschen. Also ihr müsst die jetzt nicht wickeln, bis sie richtig starr sind, aber schon so, dass der Tipp eben hier eine gewisse Spannung hat, beziehungsweise nicht der Tipp, sondern der Gummi. Und ja, dann müsst ihr natürlich erstmal eure Länge abschätzen. Bei meinen Tipps kann ich es jetzt nicht machen, ich kann die nicht in den Tippcutter geben und schon vorab kürzen, wenn eure Tipps in den Tippcutter passen und ihr das gerade cutten könnt, dann macht das ruhig vorab, denn ihr müsst erstmal bedenken, okay, welche Grundlänge möchte ich haben? Und von der Grundlänge ausgehend muss ich dann schauen, okay, wie schräg möchte ich eben die Seite haben? Und dementsprechend platziere ich dieses Gummibändchen eben. Also ich schaue jetzt mal, wie viel müsste ich wegnehmen, damit ich in etwa auf die Länge des Mittelfingers komme. Also hier vorne, hier muss ich jetzt sozusagen ansetzen, um eben diese Schräge zu bekommen. Und ich würde sagen, das Gummibändchen sitzt in dieser Position eigentlich richtig. Jetzt schaue ich noch mal von unten drauf gesehen, ob ich hier auch wirklich eine Gerade habe. Und für mich sieht es jetzt persönlich so aus. Deshalb nehme ich mir jetzt eine Gerätschaft, um das Ganze zu kürzen. Und zwar mache ich es jetzt so, dass ich einmal, wie gesagt, meine Tippform ist hier diese Bridgeform. Deshalb werde ich jetzt erstmal auf meine Grundlänge cutten und dann zeige ich euch, wie man das mit der Schräge macht. So, die Grundlänge habe ich mir jetzt einmal gekürzt und übrigens, das ist eine aussortierte Nagelhautzange. Nehmt nicht eure eigentliche Nagelhautzange, denn durch das Tipcutten wird die stumpf und kann sich natürlich auch verbiegen, das nur mal so am Rande. Und jetzt habe ich eben das Gummi habe ich noch mal etwas schöner drum gewickelt, damit es nicht ganz so stramm sitzt und mir den Tipp zusammendrückt und ich wirklich eine schöne Gerade habe. Und jetzt könnt ihr auch noch eines tun, wenn ihr das so ein bisschen koordinieren könnt mit euren Fingern, dass die Fingerkuppen eben bündig zueinander sind und dann kann man auch feststellen, ob das Gummiband in etwa an der Position sitzt, wie es auch an dem anderen Nagel sitzt. Also ich bin der Meinung, das kommt jetzt so in etwa hin. Ich schaue auch noch mal so drauf, ob ich eben eine schöne gerade Linie habe. Ich bin der Meinung, das passt so und deshalb werde ich jetzt einmal, hoppala, jetzt habe ich es hier verschoben. So. Da muss man eben so ein bisschen darauf achten, dass das Gummibändchen sitzt. Ich weiß, das ist für viele jetzt vielleicht eine Friemelarbeit, aber für Anfänger finde ich, ist das eine ganz tolle Hilfe. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommis schreiben, ob ihr den Hack jetzt blöd findet oder ob ihr das nützlich findet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt möchte ich hier diese Schräge einmal reincutten. Und zwar könntet ihr entweder von dieser Ecke ausgehend cutten oder eben von hier. Ich mache es an dieser Seite von hier aus ausgehend und denke mir eben diese Linie einmal. Und wer sich etwas unsicher ist, cuttet erstmal etwas weniger und dann zur Spitze hin. Zack. Und dann habe ich hier einmal meine Schräge drin. Also ich denke, ihr könnt das richtig gut sehen. Hier nochmal der andere Tipp
Und ich denke, das ist wirklich schön gleichmäßig geworden. Also wir haben hier eine schöne Gerade drin. Und auf der anderen Seite mache ich es, hoppala, eben genau umgekehrt, dass ich erst von dieser Kante ausgehe und dann zu meinem Endpunkt hin cutte. Das mache ich jetzt hier, wie gesagt, auch einmal. Und wenn man das natürlich jetzt noch nicht tausendprozentig so hinbekommen hat, also dann einfach nochmal mit einer Feile nachfeilen und nochmal etwas gerader feilen, wenn man jetzt durch diesen Doppelcut so einen kleinen Kniff da drinne hat quasi, dann kann man da natürlich oder man sollte auch nochmal mit einer Feile nachfeilen. Aber so kann man das so ein bisschen einfacher gestalten, wenn man eben eine gleichmäßige Schräge haben möchte. Ich zuppe jetzt hier einmal die Gummibändchen ab und ja, jetzt könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen, denke ich mal. Und ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache. Es ist relativ einfach und ich finde, es geht schneller, als wenn man jetzt per Augenmaß wirklich feilen müsste. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch dieser Tipp gefällt und ja, ob ihr das mal ausprobieren möchtet. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch schon fürs Zuschauen. Lasst mir gerne auch noch ein kostenloses Abo und ein Däumchen nach oben da. Und wer mag, kann mir gerne auch noch auf Instagram folgen. Bis bald, ihr Süßen. Ciao!